Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forager. Ich habe hier gerade ein bisschen Sand gefarmt, damit ich ein paar Flaschen nochmal mehr herstellen kann. Ich glaube, ja, relativ viele. Weil wir brauchen immer noch sehr, sehr viel Öl. Dieser Druide, ich finde ihn so geil. Und ich habe mir heute überlegt, da wir so schnell leveln, hole ich mir jetzt den Skill, dass irgendwas mehr wert ist, wenn ich noch irgendwie sowas habe. Ihr Kunst. Hergestellte Items sind 25% mehr wert, finde ich ganz cool. Oder erhalte bei EP beim Itemverkauf. Ich glaube, ich nehme Kapitalismus. Einfach, weil ich mir vorgenommen habe, ich verkaufe jetzt einfach meinen ganzen Stuff hier. Ich habe, glaube ich, ganz viele von diesen... Oh, ich habe ein goldenes Ei. Was? Wo kommt das denn her? Okay, wir haben ein goldenes Ei. Ich wollte ein paar Smaragde einfach verkaufen. Und sehe gerade, dass sie gar nicht mal so viel wert sind. Nur 90. Sind die vielleicht mehr wert, wenn man sie trotzdem verkauft? Ich verkaufe einfach mal ein paar und ja, doch. Kommt auf jeden Fall was bei raus. Ich möchte sehr, sehr viele Inseln kaufen, dass wir zumindest mal ein bisschen vorankommen. Zumindest mal so eine 21.000er Insel oder so. Und bis 50 kann man die ruhig mal verkaufen. Aber wo haben wir denn das goldene Ei jetzt her? Ich glaube, mein Druid hat das einfach irgendwann mal eingesammelt. Alles klärchen, der macht ja alles umsonst hier und alles automatisch vor allem. Hier, kleiner Dude, ich habe ein Ei für dich. Hm, das ist nicht gerade überwältigend. Wie, daraus wird kein netter Vogelfreund schlüpfen. Und essen kann ich es auch nicht. Tja, das ist nicht mein Problem, Dude. Und mehr können Eier nicht. Tja, das war wirklich enttäuschend. Naja, sorry, alter Mann, aber danke für die Kiste, die ich umsonst öffnen kann, weil ich diesen tollen, komischen Schlüssel habe, der alles umsonst öffnet. Cool, noch ein Zeichen der Bewährung. Finde ich gut. Wir sind gleich Stufe 45. Das geht wirklich ultra schnell momentan. Er hat nicht eine neue Quest für mich. Geh in den Wasserfall. Wie, was meinst du damit? Gib mir Geld für die Reparatur der Tür. Okay, labert Schwachsinn. Und ich habe euch heute versprochen, dass wir auf jeden Fall in den Dungeon gehen, was wahrscheinlich gar kein Dungeon ist, sondern nur ein Rätsel. Ah, diese Overworld ist immer noch viel zu laut. Können wir hier Sachen abholen? Tatsache. Ey, neue Sachen. Was ist das Komische da? Oh, wir haben so eine komische Schriftrolle bekommen. Hier diese, wie heißt sie? Da ist so ein Tier drauf. Eine Schriftrolle des Zauberers, heißt sie einfach nur. Ich denke mal, da scheint Tiere, deswegen setze ich das mal auf dieser roten Insel ein. Kling. Oh, das ist absolut gar nichts passiert. Das finde ich ja mega nice. Ich dachte, dann würden hier eventuell die Motten spawnen, weil die brauche ich ja noch, diese Todesmotten. Okay, gar keine Ahnung, Leute. Spawnen die Motten denn, wenn man hier das macht? Nee, auch nicht. Das ist lame, Leute. Naja, gut. Dann halt nicht. Dann müssen wir ein bisschen aufräumen. Wenn wir hier schon alles dreckig machen mit diesem ganzen scheiß Bäumen hier. Keiner braucht Bäume. Okay, ich glaube, wir können noch einen zweiten Druiden herstellen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Nee, wir brauchen Glasfaser dafür. Und dafür brauchen wir Königskleidung. Ist ja unfassbar. Wo soll man denn Königskleider herbekommen? Ja, wir können 6 Königskleider herstellen. Dann sollten wir auf jeden Fall früher oder später... Also... Oh, wir können sogar 2 dieser Druiden herstellen, wenn wir Glück haben. Das ist ja mega nice. Ich bin gespannt, ob es dann, wie viele Druiden es erstens gibt und ob es auch verschiedene Druiden gibt oder ob die einfach alle gleich sind. Es gibt doch so viel, was man hier alles machen kann. Das ist voll toll, Leute. Okay, lass mal ganz kurz nochmal in die Abenteuergilde gucken, ob wir hier irgendwas noch abgeben können. Goldenes Ei bräuchten wir halt nochmal ein zweites. Die haben wir doch locker. Hier Lavendel und Schwarzkümmel-Tee-Dingsbums. Nachtschatten auch genannt. Ja, mega. Guckt euch das an. Wir haben einfach alles im Überfluss. Aber ich kann sie nicht mitnehmen. Wir müssen was wegschmeißen. Wir schmeißen weg. Die Pfeile. Pfeile braucht man nicht. Items verkaufen. Die werden ja auch sofort verkauft, weil wir dieses tolle... Oh, Skelettfisch. Den kann man bestimmt noch abgeben. Weil wir diesen tollen Skill haben. So. Jetzt haben wir schon wieder ein goldenes Ei. Hä, der holt wirklich die ganze Zeit einfach goldene Eier hier. Was ist los mit dem Druiden? So, dann brauchen wir die auf jeden Fall. Und Lavendel. Lavendel haben wir ja wohl auch noch irgendwo. Ja, hier unten. Auf 65. Dann haben wir nämlich noch ein Paket fertig. Dann ist das unser zweites Paket, das wir fertig haben. Das finde ich schön. Und das goldene Ei können wir auch gleich abgeben. Ich glaube, dann haben wir 3 Pakete gleich fertig, ne? Hier das goldene Ei. Zack. Yay. Schließe das Museum. Farmpaket ab. Habe ich gemacht. Wieder so ein Teil der Bewährung. Wir haben jetzt schon richtig viele von den Dingern. Ich glaube, wir, also bald sind wir im Late Game hier. Wir können schon 5 Level damit holen. Können wir die Dinger abgeben. Wildbeuterpaket. Ey, ein schönes Toad-Hütchen. Noch so ein Teil der Bewährung. Auch nett. Und ich bin der Annahme, wir haben zu wenig Nähstationen. Hier fehlen auf jeden Fall noch mindestens 2, wenn nicht sogar 4 von diesen Nähstationen. Bin mir zwar nicht sicher, wie wir die alle befüllen wollen, aber passt schon. So, und jetzt schauen wir mal in diesen Dungeon hier rein. Ich bin gespannt, ob es wirklich ein Dungeon ist. Es ist wahrscheinlich, nee, Schädelgalaxie. Das wird auch wieder ein Rätsel sein. Was steht hier denn? Wieso ist meine Schrift denn jetzt so komisch? Es warft und drücke nicht schaffen. Was? Was?
Kraft und Tränke nicht schaffen, darüber können meine Ahnen nur lachen. Was? Was Kraft und Tränke nicht schaffen, darüber können meine Ahnen nur lachen. Dann denke ich mal, da muss so ein Ding rein. Kann man da alles reintun oder muss das richtig sein? Also so eine Schriftrolle, ja. Ich überlebe aus Gründen, ich überlege aus großen Liebeshöhen, doch unter Wasser sterbe ich. Aber unter Wasser sterbe ich. Ach, das sind vier Rätsel hier. Ich überlebe aus großen Höhen, doch unter Wasser sterbe ich. Aus großen Höhen? Überlebe aus großen Höhen, das raff ich nicht, Leute. Ja, ein Vogel oder was? So ein Ding hier? Ach, ich glaube, man kann da wirklich alles reintun, keine Ahnung. Ich lebe ohne Item, bin kalt wie der Tod, bin niemals durstig, aber trinke immer. Ich lebe ohne Team-Item, ohne Atem. Ich lebe ohne Atem, bin kalt wie der Tod, bin niemals durstig, aber trinke immer. What? Aber trinke immer? Ein Fisch lebt aber ja. Ich lebe ohne Atem. Ich lebe ohne Atem, bin kalt wie der Tod, bin niemals durstig, aber trinke immer. Hey, ich würde da jetzt einfach einen Fisch reintun. I don't know. Weil das passt doch, oder? Weil der atmet nicht, oder ja, irgendwie schon, aber halt unter Wasser. Kalt wie der Tod, ja, weiß ich nicht, eher glitschig. Weiß ich, das ist wahrscheinlich falsch. Niemals durstig, aber trinke immer. Ja, doch, Fische klingt okay für mich. Wieso ist die Schrift so kacke? Anft für Herz out, aber stark genug, um Tein zu brechen. Hey, ich weiß nicht mal das erste Wort. Sanft. Sanft für die Haut, aber stark genug, um Tein zu brechen. Sand oder so vielleicht? Ich würde da Sand reintun. Ich glaube, Sand ist schön. Oder? Ja, so ein Ding ist auch okay. Okay, alles falsch wahrscheinlich. Kein einziges davon richtig. Ach, keine Ahnung, Leute. Ich will mein Zeug wieder haben. Okay, das verstehe ich dann wirklich gar nicht. Erstmal. Bitte ein paar Tipps geben, Leute. Oder gibt es noch andere Tipps außerhalb des Dings? Ich glaube nicht. Na gut, das ist natürlich sad. Dass mein Kopf so dumm ist, das ist sehr sad. Aber lässt sich leider nicht ändern, Leute. Gut, wir kaufen auf jeden Fall eine neue Insel. Und zwar Land kaufen. Wir kaufen. Guck mal, wir können uns alles leisten. Ich kaufe mir hier. Na. Oder wollen wir lieber oben? Wenn wir. Aua, ey. Wenn wir oben Land kaufen, dann haben wir die Chance, ein Land zu erwischen, wo der letzte Code ist, den wir noch brauchen. Ich glaube, ich kaufe lieber hier oben Land. Ja, die sind sogar nicht mal so teuer. Dann können wir gleich mehrere kaufen. Noch ein Dungeon. Was bist du? Hallo? Oh, Obelisk. Erhalte Bonus-AP bei Herstellen von Items. Oh, das ist nice. Den kann man eigentlich immer anhaben, weil jetzt kriegen wir wirklich die ganze Zeit Items. Weil ja einfach die ganze Zeit produziert wird. Hier haben wir noch einen anderen Dungeon. Auch wieder ein Rätsel-Dungeon leider. Okay, du willst Sachen haben. Ostgalaxie 0011-0101. Fünf verschiedene Muster und auch fünf verschiedene Binärcodes, so wie ich das verstehe. Ja, ich konnte mal binär, aber auch nicht so richtig. Ist davon irgendeiner doppelt? Ja, der zweite und der fünfte sind auf jeden Fall. Ne, sind nicht doppelt. Keiner ist doppelt. Heißt, man müsste wirklich rumprobieren. Dann kriegst du 2, du kriegst 3, du kriegst 4 und du kriegst die 5. Ja, ja. Das ist schon mal falsch. Kann man das irgendwie auskriegen? Erst der dritte oder der zweite? Oh Gott. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie A, B, C, D heißt oder so, was da steht. Und dann, dass das das erste, zweite und dritte und sowas sein muss. Aber gar keine Ahnung. Oder aber man muss einfach die Striche zählen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Dass hier dann der vierte oder so rein muss. Nee, das macht keinen Sinn, oder? Kasten, Kasten, Strich, Strich. Ich meine, das hier, dieses Symbol, das da jetzt drin ist, das wäre für mich doch Kasten, Strich, Kasten, Strich, Kasten, Strich, Kasten, oder nicht? Macht aber ja auch keinen Sinn. Und was ist das dann? Ey, diese Rätsel sind doch doof, Leute. Das hier unter ist auf jeden Fall Binärcode, aber wie genau ich den jetzt entschlüsseln soll? Ey, Droide, kannst du nicht irgendwie helfen? Das ist ja leider auch gar keiner doppelt von denen. Das heißt, in jedem muss auf jeden Fall ein Muster rein. Ich könnte jetzt hier blöd rumprobieren, aber das kann ja ewig dauern. Und wenn das fünf verschiedene sind, dann hat man sehr viele Auswahlmöglichkeiten.
Ja, weiß ich nicht, Leute. Da muss ich mir den Binärcode nochmal angucken, wie genau das funktionieren soll. Da bin ich auch zu blöd für. Gut, wir brauchen neue Inseln. Die Inseln, die wir bisher hatten, die bringen uns nichts. Die bringen uns einfach gar nichts. Richtig blöd. Das finde ich nicht gut, Leute. Das finde ich nicht gut, dass die Inseln mich so verarschen. Gut, wir brauchen neue Inseln, Leute. Was können wir noch verkaufen? Wir können Gold verkaufen, was nichts wert ist. Wir können Level aufsteigen. Oh, apropos Levelaufstieg. Wir sind gleich wieder ein Level aufgestiegen. Sterbt alle, ich brauche mein Level. Um hoffentlich ein bisschen Gold zu bekommen. So, Stufe 45, sehr schön. Das geht momentan wirklich übel schnell mit den Levelaufstiegen. Hergestellte Items sind 25% mehr wert. Why not? Wir brauchen gerade sowieso Geld. So, Money, Money, Money. Jetzt können wir die Sachen hier verkaufen, die alles ganz viel wert sind. Komm, ich glaube, wir brauchen wirklich nicht so viele von den Dingern, oder? Pizza brauchen wir auch gar nicht. Brauchen wir Pizza? Wir brauchen keine Pizza. Komm, wir verkaufen die Pizza. Brot. Kein Schwein braucht Brot. Kann alles weg. Hier diesen Skelettfisch brauchen wir, glaube ich, auch nicht nochmal. Alles weg mit dieser Kacke hier. Flaschenkäfer. No one needs Flaschenkäfer. Königsstall ist auch richtig viel wert. Holy shit, ist Königsstall viel wert. Komm, lass mal ein paar davon verkaufen. So, bis wir bei, keine Ahnung, 100 sind. Dann haben wir auf jeden Fall richtig viel Geld. Und vor allem, das ist jetzt auch mehr wert. Also, die sind nicht nur 500 wert, sondern noch mehr. 80.000 Geld, das ist doch nett. Finde ich ganz nett, ja, finde ich ganz nett. Und dann kaufen wir auf jeden Fall hier oben unsere Ländereien nochmal zu Ende. In der Hoffnung, dass da irgendwann mal das Teil bei ist, das uns einen Clou darauf gibt, auf das letzte Rätsel. Ich glaube, dann haben wir hier oben alles. Okay, hier oben sind wir fertig. Schön. Ein paar neue Inseln zum Angucken. Ey, der Typ da baut einfach mein Stuff ab. Habt ihr das gesehen, Leute? Das geht gar nicht. So, was baust du hier mein Ding ab, hä? Hey, Kollege, hilf mir mal mit diesen Kristallen. Okay, ich baue ihn gerne mit dir ab. Ja, lass ihn uns kaputt machen. Das wird ewig dauern. Holy crap. Kann man den nicht einfach kaputt machen mit dem Ding hier? Doch, sehr schön. Bau den. Ach, das ist der riesige Kristall. Das macht Sinn. Ja, hier, habt ihr geholfen. Und jetzt? Wow, das hat Spaß gemacht. Okay, hast du noch was für mich? Was habe ich denn jetzt bekommen? Was war da denn drin? Ich habe leider nicht drauf geachtet. War da irgendwas Geiles drin? Okay, hallo. Kleiner Fuchs. Oh, der ist süß. Hallo, Fuchs. Hey, Marshmallow-Gesicht. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich bin ein super Meat Boy. Wo ist hier ein Marshmallow? Schnell, ich brauche tonnenweise Kacke. What? Jede Kacke, die du finden kannst. Keine Zeit für Erklärungen. Hier geht es wirklich um Leben und Tod. 500 Kacke will er haben? Nee, wie soll ich denn 500 Kacke in meinem Leben bekommen? Ich glaube, ich kann nur Kacke bekommen von den Chicken. Und die lassen wirklich super selten Kacke fallen. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall die ganzen, diesen Code, den wir in der richtigen Reihenfolge eingeben müssen. Ich muss mir das mal ganz kurz aufschreiben. 10.012, dann haben wir hier unten den nächsten, der sagt 372. So, dann auf der roten Insel war auch noch einer. Hier 1154 und der letzte war hier links irgendwo und der sagt 618. So, dann sollten wir das eine Rätsel hier auf jeden Fall lösen können. Let's see, also 1 ist der hier. 1. 2 ist unten rechts. Ist das dann der hier oder der? Der hier wahrscheinlich. 2. Ich habe das nicht so gut aufgeschrieben, wie ich das gerne hätte. 3. Dann ist der hier 4, 5, 6, 7, 8 ist unten links. 8, 9, 10, 11 und die 12. Yay! Yeah! Dankeschön. Und danke, dass du auch nicht mein Teil hier kaputt gemacht hast, meine Mine. Noch so ein Bewährungsding. Voll sad, dass da immer nur diese Bewährungsdinger drin sind. Wir sind gleich schon wieder in Stufe aufgestiegen, Leute. Das geht viel zu schnell momentan. Das ist echt unfassbar. Was haben wir denn hier noch? Erbauer, erhalte sofort zufällige Schriftrollen. Ja, das finde ich gut. Gib mir Schriftrollen. Und da ist noch diese Schriftrolle des Zauberers bei. Die können wir gleich erstmal abgeben. Industrieller. Alle Gebäude sind doppelt so schnell. Finde ich geil, aber Ausgräber ist auch geil. Aber ich nehme mal Industrieller. Und der Kolonist, dadurch ist ja auch alles ganz toll. Und leider, wir können leider nicht zweimal Industrieller machen. Weil sich das nicht staggert, glaube ich. Deswegen nehmen wir noch geschickter. Hui! Oh, ich liebe diese Schreine. Die sind so toll. Ich liebe die. Okay, das ist dumm, dass wir hier reingehen, weil die Zeit jetzt natürlich weiterläuft draußen. Aber ich will diese Schriftrolle haben. So, okay, wir kriegen auf jeden Fall einen Levelaufstieg. Wir setzen hier jetzt diese EP-Schriftrollen ein. Zack, zack. Level 46. Oh, ist das alles schön, Leute.
Ich glaube, wir sind relativ schnell bald am Ende. Hier können wir so ein Ding einsetzen. Hier so ein Ding. Ja, ja, einfach alles einsetzen. Und alles kaputt machen. Wow, 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 wow. Ach, ich liebe es. Das ist alles schön. So, ein paar Fäden herstellen. Ach, die Kacke, ey. Ich komme hier gar nicht mehr hinterher mit dem ganzen Kram, was ich machen soll und kann und überhaupt. Wir können Stiefel herstellen. Ja, dann macht das doch. Wenn wir noch ein paar Motten hätten, dann könnten wir auch endlich mal unsere Schaufel verbessern. Weil die Schaufelverbesserung soll wirklich mega gut sein. Hätten wir noch so eine Motte? Aber das langt leider nicht von den Motten her. Und die Stiefel sind fertig. Noch mal ein bisschen schneller. Yay. Ach du Alter, wir sind voll der Speedy Gonzales hier. Ui. Mega gut alles. Hatten wir nicht noch eine andere Insel? Hier links war, glaube ich, noch eine, die wir noch nicht angeguckt hatten, oder? Genau, da hatten wir noch... Nee, da waren wir drin, aber hier ganz links, da ist noch so ein Dude. Was hast du denn für mich? Hallo, kleiner Geist, ich bin viel zu schnell. Yeah, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, ich sehe mich auch selber nicht, haha. So, hallo. Oh, bist du ein Soldat? Hm, kämpfe gegen mich und meine Brüder. Bist du siegreich, erhältst du einen seltenen Schatz. Okay, klar, bring dir 10 Knochen, wenn du bereit bist. 10 nur? Wieso wollen die alle nur so wenig Knochen? Ja, easy, bin ich bereit. Also beginnt es. Was? Das ist ein Untergang. Okay, ich glaube, die können gar nichts, oder? Ja, das sind aber die ganz normalen Geister. GG, habe ich jetzt gewonnen? Ist hier unten noch einer? Da ist noch einer. Yay, cool. Tolle Herausforderung, echt. Und noch so ein Zeichen der Bewährung. Wir haben schon viel zu viele davon, Leute. Hey, was für eine lame Insel. Und wir haben immer noch voll viel Geld. Aber ich glaube, hier oben haben wir jetzt alles fertig. Heißt, wir holen uns die letzten Inseln hier jetzt auf jeden Fall noch. Hier links geht's nicht weiter. Ich glaube, wir haben nur noch hier unten Inseln, oder? Nur noch hier ganz unten. Die waren aber, glaube ich, auch recht teuer. Ja, geht eigentlich. 28.000. Hier, so eine 11.000er Insel auf jeden Fall. 14.000er Insel. Warum ist da eine Fabrik drauf? Jo, was? Einfach eine kostenlose Fabrik auf dieser Insel? Kann diese Fabrik tolle Sachen herstellen? So, ist das eine tolle Fabrik? Kann die irgendwas supergeiles? Wir werden hier auf jeden Fall noch so einen Bergbaulaser hinstellen, weil die sind toll. Ich habe gesagt, Bergbaulaser hinstellen, weil die sind toll. So. Okay, was kannst du Tolles? Ich glaube, dadurch sind wir stärker, ne? Ja, okay, wir kriegen EP, wenn wir Gegner töten. Ist, glaube ich, der blödste Obelisk, den wir bisher haben. Was willst du denn Schönes? Sollen wir irgendwas in deiner Fabrik herstellen, hä? Hallo, hallo, kleiner Fabrikarbeiter. Hallo, du! Ich bin der Techniker! Hm, du weißt, dass ich klug und überheblich bin, weil ich dir ohne zu fragen meinen Beruf gesagt habe. Naja, da bin ich besser als du. Hol mir doch bitte ein paar Materialien von meiner Fabrik. Das war so klar. Ja, klar, Königstahl habe ich easy peasy. Oh, danke für die Materialien. Diese Arbeit ist kompliziert, also wirst du es nicht verstehen. Eine aber Fabriken brauchen Stahl zum Herstellen cooler Dinge. Hier ist deine Belohnung, Kindchen. Danke. Doch, ich weiß, dass man Stahl braucht. Noch so ein Teil. Also, ich glaube, wir können einfach schon gleich Maximallevel haben. Hm, ich könnte mir vorstellen, professionelle Spiegel zu inspizieren. Jetzt haben wir einfach eine kostenlose Fabrik hier noch dazu bekommen. Das ist natürlich nett. Wir können 2 Glasfaser herstellen, dann haben wir gleich auf jeden Fall noch einen weiteren Druiden. Guck mal, das hier unten sind tatsächlich die letzten Inseln. Wir brauchen also nur noch so rund 100.000 Gold. Und dann sind wir hier fertig, Leute. Dann haben wir alle Inseln. Oh, wie nice. Okay, warte, wir verkaufen Sachen. Ich glaube, wir haben richtig viele... Nee, ich dachte, wir hätten mehr von diesen lilanen Dingern. Hä, was ist denn dieses Haus? Guck mal hier... Nein, wir haben hier noch diese anderen Schriftrollen. Lol, davon nehmen wir auf jeden Fall eine mit. Ach, was soll der Geiz? Wir nehmen einfach alle mit. Alle Schriftrollen hier mitnehmen. Guck mal, hier ist auch Fossil. Die müssen wir locker auch abgeben. Hä, ich habe hier ganz komisches Zeug und hab's einfach nie abgegeben. Obwohl ich das alles schon hatte. Lol, Leute. Wir können wieder Sachen abgeben. Ich glaube, wir sind wirklich bald einfach fertig. So, hier Bergbau können wir das Ding abgeben. Das hatten wir anscheinend schon die ganze Zeit. Klack. So, Dankeschön. Für das Zeichen der Bewährung. Hier haben wir auf jeden Fall diese Fossilien, die der haben will. Nett. Und Gebäude haben wir, glaube ich, auch noch das Teil. So, sehr schön. So langsam kommen wir auf jeden Fall richtig schnell voran. Oh, guck mal, wir haben hier in Magie einen Kristall der Bewährung. Okay, den bauen wir auf jeden Fall auch auf unsere komische Insel hier. Weil hier kommt alles hin, was so ein bisschen mit Magie zu tun hat, finde ich. Ja, so ein Magie der Bewährung, Kristall der Bewährung, was macht der? Hallo. Da kann man große Schädel herstellen. Das ist ja super unnötig. Aber auch Zeichen der Bewährung. Lol. Aber da braucht man ganz komische Sachen für. Feen braucht man dafür und violettes Pigment, kenne ich gar nicht. Anker, Blitzstab, okay, ganz komische Sachen. Hier muss man auf jeden Fall Sachen ausgraben. Das sind diese ganzen Sachen, die man ausgraben muss, die man da braucht, glaube ich. So, jetzt sollte das Ding hier auch mal fertig sein, dass wir uns einen zweiten Druiden herstellen können, tatsächlich. Der wird natürlich wieder mega lange dauern. Gut, was haben wir hier für andere Schriftrollen noch? Den weiß ich halt nicht. Schriftrolle des Zauberers, gar kein Plan, was der macht.
Ich kann mir vorstellen, dass Schriftrolle des Erbauers irgendwas verschnellert. Ich setze sie einfach mal ein und hier kann man schneller... Oh! Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass sie einfach überall dann diese Steine hergebeamt werden. Das ist natürlich nett. Okidoki. Die sind viel schneller am Abbauen als die ganzen Laser. Jetzt kommt der Witz. Dann wäre das doch bestimmt schlau, die Teile auf so einer Insel hier einzusetzen, oder? Weil hier spawnen doch immer diese mega krassen Dinger. Okay, nee, es spawnen immer nur diese Billo-Dinger leider, na gut. Also immer nur die kleinen. Da haben wir unsere letzte Motte. Gib mir die Motte, danke. Ich glaube, wir brauchen die Schriftrollen sowieso für nichts anderes, deswegen können wir die auch gleich hier einsetzen. Ach, jetzt kommen hier die ganzen Motten oder was? Guck mal, jetzt sind sie hier überall. Da, überall. Ah, jetzt verstehe ich auch, was die andere Schriftrolle macht. Die wandelt einfach alles in Tiere um. Okay, das ist natürlich auch schön. Ja, so ein paar Tiere, warum nicht? Und die Tiere töten wir jetzt alle! Sterb! Okay, das hat gar nicht mal so viel gebracht. Ich dachte, das wird mehr explodieren. Okay, ja, schön. Ach, ich finde das alles schön. Das Spiel ist im Late Game ja richtig witzig. So, Druid ist auch gleich fertig. Und ich glaube, dann konzentrieren wir uns darauf, einfach Sachen zu verkaufen, oder? Damit wir die restlichen Inseln noch irgendwie bekommen. Wir können richtig viel Plastik herstellen. Druid ist gleich fertig. Bin gespannt, was jetzt der zweite Druid für ein Typ ist. Ob der eher der Schüchterne ist oder der Aufreißer oder was auch immer für ein Dude. Brom. Okay, Brom, was machst du, Brom? Machst du tolle Sachen? Okay, ich glaube, die Druiden machen einfach alle dasselbe, sehen aber anders aus. Okay. Das ist interessant zu wissen. Was diese Zerstörer und so bringen sollen, gar keine Ahnung. Aber man hat sie zumindest. Gut, dann haben wir auf jeden Fall in dieser Folge ein paar Inseln dazu bekommen. Auch ein paar Schriftrollen und so entdeckt. Viele tolle neue Sachen. Wir haben noch einen Skillpunkt. Wir sind auch gleich noch einen Skillpunkt hoch. Okay, komm, die beiden Skillpunkte machen wir nochmal ganz kurz. Die beiden Skillpunkte, da lasse ich mir die lumpen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt auf jeden Fall mit großen Schritten aufs Ende dieses Spiels zu. So wie sich das gerade anfühlt zumindest. Komm, 11 XP noch. Dankeschön. Stufe 47. Und wir haben natürlich auch noch ganz viele von diesen Bewährungsdingern, die wir einfach einsetzen können. Wir können jetzt einfach alles mitnehmen, Leute. Ist egal, was wir mitnehmen. Ist vollkommen egal. Hier, Magie, why not? Wir gehen jetzt den Magieweg. Schön. Und dann würde ich sagen, wie viele von diesen wir haben 10. Das heißt, ab Level 55 können wir einfach instant auf Level 65 gehen. Dann haben wir alles. Sollte nicht mehr allzu lange dauern, tatsächlich. Und dann würde ich aber sagen, war's das mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und ich hoffe, es gibt noch mindestens einen Dungeon, den wir uns mal angucken können. Oh, wir können die Roboterschaufel herstellen. Na komm, gut. Das machen wir nochmal kurz, um zu gucken, was sie kann. Und sie macht Roboterschaufel. Grabungsbereich wieder mal vergrößert. Ich weiß nicht, wie groß das noch gehen soll. Ohne Witz. Graben bringt immer seltene Items ein. What? Okay, warte. Lass das mal ausprobieren. Ah, mit seltenen Items meinen die aber nur Topas und sowas, ne? Also Edelsteine zum Beispiel. Die jetzt nicht so viel wert sind, aber ist okay. Okay. Oh, und Scheiße. Leute, da kommt Scheiße raus. Weil Scheiße ist selten. Das weiß jeder. Scheiße ist richtig selten. Farb mal Scheiße, Leute. Das ist richtig anstrengend. Auch im richtigen Leben. Hey, Scheiße müsste wirklich viel mehr wert sein. Ja, klar, jeder macht es. Aber jetzt auch nicht so häufig am Tag. Also eigentlich ist das schon ein Luxusgut, so Scheiße. Muss man einfach so sagen. Leute, sammelt Scheiße und verkauft es. Ich glaube, ich mache eine Firma auf, die einfach Scheiße anbaut. Anbaut vor allem. Die Scheiße ankauft und damit ganz tolle Sachen macht. Ist aber wirklich... In der Farmindustrie ist das, glaube ich, wirklich ganz gut, ne? Weil die düngen doch damit Sachen. Egal, ich will hier jetzt nicht so viel ausschweifen. Die Folge ist eh schon viel zu lang. Und dann würde ich sagen, mit dieser tollen Roboterschaufel, die uns jetzt ganz viel Kacke einbringt und so, würde ich sagen, was das mit dieser Folge. Gebt mir auf jeden Fall gerne Tipps für diese... für die Rätsel hier. Für beide. Ich raff den nämlich beide nicht. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, die letzten, dann auch ein Abo. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.